Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder den Rucksack hier auf dem Rücken, den ganz großen. Ja, und da bin ich heute mal in Camburg. Ja, und von Camburg geht es jetzt gleich nach Jena und von Jena geht es natürlich heute mal aufs Wasser. Also die erste Bootstour will ich heute mal machen. Ja, und wenn ihr Lust habt mitzukommen, ja, dann bleibt einfach dran und viel Spaß mit diesem Video. Ja, schauen wir uns doch mal den Wasserstand an. Ja, laut Wasserstand der App ist ja ganz normaler. Hier vorne liegt natürlich viel Treibgut noch drin. Haben sie also noch nicht rausgeholt. Ich hoffe, dass da nicht so viel im Weg liegt, weil es ist nämlich noch ein bisschen zeitig im Jahr. So, jetzt muss ich mich noch so ein bisschen beeilen. In 20 Minuten fährt mein Zug. Aber ich habe ja gerade mal so 5 Minuten hier bis zum Zug. Das sollte reichen, um noch eine Fahrkarte vorher zu kaufen. Ja, jetzt bin ich hier in Jena angekommen und hier ist auch gleich das Wehr von der Saale. Ja, und hier ist die Bootseinstiegsstelle nach dem Wehr. Ja, sehr günstig, viel Wasser ist nicht drin, ja, hoffentlich geht's. Und da hinten kann man auch noch ein bisschen Treibholz sehen. Ja, ich hoffe, dass es geht, das ist nämlich nicht das Einzige, was hier rumliegt. Das haben sie hier auch noch nicht rausgeholt. Ja, die Strecke von hier sind so ca. 23 Kilometer. Ja, zum Einpaddeln genau das Richtige. Gut, fangen wir mal an mit Aufbauen. So, jetzt kann es losgehen. Ich bin dann soweit. Ich habe das Boot aufgeblasen, habe mich noch umgezogen. Heute habe ich einen dünneren Neopren an. Also warm ist es noch nicht. Also im Wasser. Heute soll es ja bis an die 30 Grad werden. Ja, ihr habt richtig gehört. Ja, also 28 bestimmt. Ja, schauen wir mal. Ich schwitze nämlich jetzt schon. Gut, dann werden wir mal loslegen und fahren mal in die Fahrrinne. Ich bin übrigens dieses kleinere Boot hier auch noch nicht gefahren. Das ist heute auch Premiere. Mal sehen, wie das sich so fährt. Es ist ja ein bisschen kleiner. Vielleicht ist es ja auch ein kleines bisschen schneller. So, jetzt bin ich schon mal aufgesessen hier auf der... Ach, nee. So, jetzt kann es weitergehen. Das war bloß eine Betonkante vom Wehr. So, hier vorne kommt dann ein kleines bisschen Strömung und dann ganz gleich losgehen. Ja, hier in Jena sind schon ganz schöne Stromschnellen, die man hier bewältigen muss. Es macht gleich richtig Spaß, aber man muss echt aufpassen. Hier ist wieder sehr, sehr flach, weil die Saale hat wirklich wenig Wasser. Ja, aber wie heißt das so schön? Jetzt heißt es genießen. Hier vorne kommen wieder so schöne größere Wellen. Aber das Boot ist eigentlich ziemlich gut. Das gleicht die gröberen Wellen gut aus. Das schnippt nur so drüber. Da habe ich mir echt eine gute Tour ausgesucht zum Saisonstart. Saale geht eigentlich immer. Ist ja quasi vor meiner Haustür. Ah, es geht jetzt noch so ein kleines Stückchen hier durch Jena, so ein paar Kilometerchen. Davon ist schon wieder eine Ausstiegsstelle. Das ist das Schöne hier an der Saale, da sind immer große Schilder. Das ist richtig schön ausgebaut. Thank you.
Ja, wenn so diese Bäume hier so ein bisschen reinragen, ist das doch eine wunderschöne Natur. Und das hier immer noch mitten in der Stadt. Herrlich. Ja, auch ruhige Gewässer gibt es hier so ein bisschen. Oh. Man muss ja nicht so schnell hier runterfahren. Ich habe hier am ganzen Tag Zeit. Wie gesagt, ich bin dieses Boot auch noch nicht gefahren und bin aber auch sehr begeistert, wie das da eigentlich die Spur hält, dieses kleine Boot. Ja, ich glaube, das wiegt auch bloß 2,5 Kilo. Ist eigentlich so gut wie gar nichts im Rucksack. Ja. Also ich hatte heute 12 Kilo im Rucksack, also mit dem Rucksack gewogen. Und noch 1,5 Liter Wasserflasche dabei. Also davon mal abgesehen, war ich eigentlich ziemlich leicht unterwegs. Und da habe ich auch noch die Neopren-Sachen einstecken, die wiegen nämlich auch eine ganze Menge. Oh. Aber ohne Neopren möchtest du hier nicht unterwegs sein. Wenn du nämlich so eine Weile das, die Hände ins Wasser hältst, merkst du, dass das, naja, vielleicht 10 Grad hat, das Wasser. Und das ist dann auch schon ganz schön kalt. Es dauert halt noch ein Weilchen, ehe das Wasser sich so ein bisschen erwärmt hat. Aber ich muss ja jetzt wirklich ein bisschen anfangen, weil ich will ja dann im Juni nach Schweden. Und da muss ich auch ein bisschen fit sein. Ja, das sieht immer brutaler aus, als wie es ist, diese Wellen. So ein bisschen machen sie Spaß, aber so richtig auf Fun ist es nicht. Da musst du echt aufpassen, jetzt wird da viel Treibgut drin. Oh, ist sehr flach. Ja, ich bin ja das schon mal gefahren, aber von Jena Zwetschen. Jena Zwetschen kommt jetzt hier an dieser Holzbrücke. Also von dieser Holzbrücke, da ist so eine Einsteigstelle. Ja, und von da aus bin ich schon mal die Strecke gefahren bis Camburg. Ja, ich habe da aber heute gedacht, weil das damals nicht ganz so weit war, habe ich gedacht, fährst du mal noch 2 Stationen weiter. Ja. Die Idee war gut, sonst wäre ich wieder so zeitig da gewesen. Da ja eigentlich heute Sonntag ist, ich habe eigentlich auch schon viele Leute getroffen, aber keiner war so mutig wie ich. Und ist aus Wasser gegangen, sondern es sind viele Radfahrer unterwegs. Ja, die genießen heute auch den Tag. Und ich bin hier einsam auf dem Wasser unterwegs. Denn das letzte Mal, wo ich hier war, da war zum Sonntag hier die Hölle los.
da war ja mehr als Bootsverkehr. Das kann ich echt heute hier bestätigen und genießen, dass ich hier so der ziemlich einzigste bin, der hier auf dem Wasser ist. Ich bin ja mal gespannt, ob ich noch einen treffe. Also wenn einer mit einem Kajak oder sowas unterwegs ist, ist er ja eh schneller. Dann wird er mich ja überholen. Naja, schauen wir mal. Jo, da sind wir ja schon fast hier vorne an den Wehr. Links ist die Ausstiegsstelle. Da steht übrigens auch noch so ein Baukran. Ja. Also ich muss jetzt erstmal hier links aussteigen und dann setze ich über in die Lache. Das ist so ein kleiner Verbindungsfluss, den man befahren darf. Denn den Saalearm, der ist da so ein bisschen flach hinter dem Wehr, den kannst du nicht befahren. Und der offizielle Weg geht hier jetzt über die Lache. Gut, hier ist dann der Anleger. Ich mal ein bisschen abbremsen. Also heißt es jetzt aussteigen und Boot umtragen. Nun gut, dass ich heute das Leichte mit habe. Lässt sich eigentlich ziemlich gut umtragen. Das ist eben das echt Gute an diesen Packrafts, dass du ja schnell das Boot umgetragen hast. So. Da haben wir es ja schon. Federleicht, trotzdem Gepäckstück da vorne drauf. Ja, da steht schon das Kleine. Ja, sind heute doch noch welche unterwegs. Da vorne sind sie noch mit einem ganz großen Boot. Ja, und hinter mir kommen auch schon welche. Also ich bin doch heute nicht alleine. Ja, das ist jetzt hier diese Einlassstelle. Ja, ist wirklich wenig Wasser drin. Da muss ich ja einen tiefen Schritt machen. Wahnsinn. Gut, ich habe dann mal alles wieder startklar und dann legt man mal wieder ab. Bis zum nächsten Wehr. Ja, das nächste Wehr ist hier in Postendorf. Postendorf ist also nicht ganz so weit. Ist nur so ein kleines Stückchen hin. Ach ja, die Sonne, die kommt jetzt langsam durch. Ich habe erst einmal das Oberteil ausgezogen, also mein Neopren-Oberteil. Ich weiß, dass das Wasser noch ein bisschen kalt ist. Aber was soll's, man hält es ja gar nicht aus bei dieser Wärme. Vor mir wird es jetzt auch ein bisschen schmal. Hier ist viel Treibholz und da passe ich gerade so unter dem Baum durch, aber alles noch im Normbereich. Muss ich mich noch nicht immer ducken. Ups, mein Paddel. Das ist wirklich nur ein ganz kleines Stück. Da vorne kann ich schon wieder die Mauern sehen, wo es dann wieder zum Kraftwerk geht. Also da kurz davor muss man dann raus. Ja, hier sind auch schon die ersten Hütten. Sieht aus wie Campingplatz, weil der ist nämlich hier auch irgendwo da vorne. Ja, da ist er dann schon, der Bootsanleger. Das Umtragen ist ein kleines bisschen weiter, auch mit so einem leichten Boot leicht zu machen. Und schwupps, ist es wieder draußen. Ja, und das ist jetzt hier wieder, wo du wieder reingehen kannst. Das ist gleich hier nach dem Kraftwerk. Ansonsten habe ich jetzt gerade den Mund voll. Ja, ich habe mein Boot schon wieder ins Wasser gelassen. Aber ich muss erstmal noch was essen. Es ist nämlich kurz vor 12. Ja, ich habe aber noch ein paar Kilometerchen vor mir. Ich
glaube, ich habe erst so ungefähr 5, 6. Naja, mal gucken, wann ich dann ankomme. Ich habe da mal meine Pause wieder beendet. Und jetzt geht's die Lache noch ein bisschen weiter, bis dann wieder in die Saale komme. Ja, ein Wehr habe ich auf jeden Fall noch, wo ich erstmal noch in Dornburg am Kraftwerk raus muss. Ja, fahren wir erstmal bis dahin und dann mal sehen, ob die Wasserrutsche in Betrieb ist. Weil da gibt es nämlich noch eine, kurz vor Camburg. So, also los geht's. Ja, das ist jetzt hier wieder die Mündung in die Saale. Rechts kommt sie dann und geht dann hier links weiter. Vor mir auf dem Berg ist jetzt schon Dornburg, denn die Dornburger Schlösser kann man schon da oben auf den Berg erkennen. Ja, da geht es jetzt hier noch ein bisschen die Kurve rum und dann fahre ich hier ein in den Mühlgraben, wo es dann nachher am Kraftwerk rausgeht. Ja, da habe ich das schon fast erreicht. Aber dann ist es immer noch ein ziemliches Stück. Hier an dieser Stelle muss man mal ganz schön paddeln. Jetzt kommt mal wieder Wind von vorne, der treibt dich gleich wieder zurück. Man denkt, man steht. Ja, das ist eben der Nachteil mit dem Boot. Da gleitest du halt nicht so durchs Wasser. Solange wir noch vorankommen, ist ja noch alles gut. Aber wenn ich dann erst zurückgetrieben werde, ist irgendwas verkehrt. Vor mir wieder richtig schöne Felsen. Also wirklich eine schöne Felsenkante. Ja. Ah, da kommt der Zug. Bin ich ja heute schon mal gefahren. Ja, oberhalb sind dann, wie gesagt, noch mal die Schlösser. Gerade hin ist das Wehr. Da sollte ich jetzt nicht lang fahren. Ich muss mich jetzt hier so ein bisschen rechts halten. Und hier geht es nämlich in den Mühlgraben rein. Oh, hier vorne liegt sie schon, die Ausstiegsstelle. Ja, also jetzt hier nochmal anlegen und nochmal umtragen. Das ist schon ganz schön viel Strömung, was hier an den Kanal jetzt ist. Also ich muss ein bisschen hier an der Seite fahren, da geht es eigentlich mit der Geschwindigkeit. Dann sollte der das abbremsen. Ja, also hier, wie gesagt, die Wasserkraftanlage ist zwar Betriebsgelände, aber hier kann man aussteigen und umtragen.
Perfekt. Zuck. Ja, tragen wir mal noch ein bisschen um. Und dann kann es losgehen. Erstmal hier so ein bisschen in die Strömung rein. Und dann geht die Post ab. Da bin ich ja erstmal wieder gut gestartet. Ja, langsam wird es unerträglich warm. Ah, nee. Man unterschätzt das immer, wie warm das ist. Das ist pisswarm, wie im Hochsommer. Das Dumme ist bloß, wir haben noch keinen Hochsommer. Vor mir jetzt das nächste Wehr. Ja, das ist jetzt Döbertchen. Da gibt es da rechts einen Kanupass. Da kann man so eine Wasserrutsche runterfahren. Mal sehen, ob sie geht und ob sie frei ist. Schauen wir mal. So, erstmal langsam rantasten. Unten ist auch nichts drin an Holz. Dann Paddel einziehen und ab geht's. Ach, irgendwie zu wenig Wasser. Ein schönes Boot. Ja, diese letzten 6 Kilometer, ja, das war schon ganz schön heftig, kaum Strömung. Und jetzt ist das Wasser spiegelglatt. Absolut gar keine Strömung mehr. Ja, da bist du mit so einem Boot hier echt aufgeschmissen. Da schaffst du nur aus Eigenkraft. Und wenn du aufhörst, bleibst du stehen. Ach, nee. Ich muss echt sagen, ich bin jetzt echt froh, wenn ich jetzt bald in Camburg bin. Noch kann ich es nicht sehen, aber ich denke mal, das kommt gleich. Jetzt komme ich hier nach Camburg. Ausstiegsstelle links, ist hier gleich vorm Wehr.
Ich bin dann erstmal noch mal schnell umgestiegen. Ich wollte eigentlich erst laufen, aber das Stückchen bis zum nächsten Ausstieg fahre ich dann doch noch. Ich glaube, da bin ich besser bedient, wenn ich meine Gerätschaften nicht erst zusammenpacken muss, sondern das gleich vorm Auto machen kann. Denn ich habe nämlich nicht auf diesen Biwakplatz hier geparkt, sondern vorne auf dem Parkplatz. Verdammt! Jetzt bin ich irgendwie abgetrieben. Mal sehen, ob ich das da schaffe. Jetzt ist mir noch ein Frosch reingeflogen. Er sitzt jetzt in meinem Boot. So, ich habe dann erstmal alles wieder verstaut, habe mich jetzt hier umgezogen. Ja, ich habe auf jeden Fall einen richtig schönen Tag gehabt. Ich denke mal, morgen habe ich wahrscheinlich wirklich Muskelkater, denn wirklich die letzten Meter, die haben es mir richtig gegeben. Ja, das nächste Mal werde ich mal wahrscheinlich mit einem anderen Boot fahren, das ein bisschen schnittiger liegt. Ja, also diese Packrafts sind zwar so nicht schlecht, aber wenn du wirklich keine Strömung hast, da kommst du wirklich nicht richtig voran. Gut, also dann macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.